Aber so ein Angelcamp mit der Community, mit dir, Paul, und so würde ich auch fühlen. Ja, ich würde es schon fühlen, aber es ist halt. Ich würde viele Sachen fühlen, die halt, aber vieles ist halt nicht so im Bereich des Möglichen. Ich finde es eh schon krass, was alles möglich gemacht wird, wodurch halt die Community möglich gemacht wird, ne? Also das ist wie das Unboxing durch dich jetzt, was möglich gemacht worden ist. Durch Mille, weil Mille hat ja schon viele Sachen schon möglich gemacht. Der Plan ist auch. Mille hat ja so ein bisschen so einen Plan, so einen Moderatoren-LAN quasi, so ein bisschen was cool ist. Ich meine, das funktioniert, Mille kümmert sich um das ganze Harry Potter Quiz und sowas jetzt gerade momentan mit Maxi zusammen. Das sind halt so viele Sachen, die halt einfach so nicht möglich wären, wenn dann die Community nicht da wäre. Das ist halt mega cool. Immer die Lobby-Spiele mit drei Leuten, das ist gerade aus der Community. Das würdest du, schon. Guckst du Seven vs. Wild? Safe. Ich will okay, geil. Ich habe mal damals, ich habe vor eineinhalb Wochen auf das erste Video von Refris reagiert, von diesen Trainingsvideos. Und ja. Ich würde ja auch als React gerne alle, auf alle reacten, aber ich glaube, ich react dann auf alles und dann lasse auf YouTube hoch, sobald halt die erste richtige Folge kommt und dann auch wirklich, ohne dass ich mir vorher anschaue. Aber Seven vs. Wild bin ich richtig hyped drauf. Same. Da habe ich richtig Bock. Ich sag ja meinen Chat rat dann durch, aber ich habe den Chat vorm Angelcamp einfach auf. Chillig. Dann ist Miller ganz schnell raus. Okay, Miller interessiert sich wahrscheinlich nicht für Angelcamp, so wie es aussieht. Oh, Jordan, was spiele ich jetzt für eine Runde? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was hier für Let's Sheet und sowas. Tja. Also so krass bevor ich angekämpft jetzt auch nicht. Aber ich find's halt mal schon ganz lustig. Ich werde mir die Best-ofs wieder anschauen und fertig. Ich bin nicht so der, muss ich jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, so wirklich dann die ganze Nacht noch hin und dann am nächsten Morgen wieder oder am nächsten Morgen wieder einschalte zu den Stream. Ich habe so viele verschiedene Sachen. Ich gucke immer so voll viele verschiedene Sachen an. Auf YouTube immer meine Videos, dann gucke ich meiner Frau wieder irgendwas, dann läuft wieder Fußball und so. Und ich kann das nicht so, weiß ich nicht, dann halt so einen Stream wirklich 72 Stunden verfolgen am Stück. Das Einzige, was ich richtig viel verfolgt habe, war wirklich der Roadtrip von Papa Platte und mit, wie heißt der andere, Rätsmann zusammen. Den fand ich ganz cool. Weil ich die erstens mega feier und ich fand den Roadtrip einfach chillig, weil die immer mit dem Wohnwagen rumgefahren sind. Habe ich gar nicht verfolgt. Diese Unterschichten-Streamer brauche ich nicht, sagt Mille. Das ist aber schon hart. Unterschichten. Das ist schon hart. Ich weiß, dass ich Premium bin, Mille, das ist mir bewusst. Aber so finde ich echt. Ich hätte nicht sagen sollen, dass wir. Guck mal, ich hätte nicht sagen sollen, mit angekämpft sind wir nur 17 Zuschauer inzwischen. Wir hätten unsere Schnauze halten müssen, Jordan, ohne Witz. Haben alle keinen Bock auf uns. Guck mal, das ist aber auch so mit diesem. Wenn ich so richtig durchziehen würde mit diesem Durchschnittsschuhschauer, was damit ich nicht Partner werden kann, dann dürfte ich echt nur die 2-3 Stunden um die Mittagszeit streamen, wo auch meine Videos auf YouTube erscheinen. Um die Zeit halt. Weil durch diese Streams so morgens und abends mal mache ich mir voll meinen Schnitt kaputt. Und so wird es nie realistisch sein, dass ich mal 75 Durchschnittszuschauer habe, aber andererseits, ich will als Streamer nicht Bock haben, wenn ich Zeit habe. Das ist ja das Wichtigste. Ja, man will sich jetzt ja auch nicht abhängig machen von irgendwelchen anderen Leuten, ne? Ja, also. Auf keinen Fall. Ich finde das eigentlich angekennt, dass die einfach offline gehen sollten. Damit unser Stream mehr geguckt wird, finde ich schon okay. Machen wir mal Mecker kurz schon. Okay, ich mach kurz Mecker. Ich wundere. Mecker mal eine Runde. Warum fliegt gleich durch? LOL, hat funktioniert. Schlick. Ja, Paul bringt immerhin einen deutschen Satz am Stück ohne Alter oder Digger raus. Ey, Digger, das. Ich weiß nicht. Ey, welcome back, Max hier. Das liegt, glaube ich, aber auch hart an der Community, oder? Ich passe mich auch, glaube ich, irgendwie habe ich. Also die Community, wir haben ja so unsere eigene Sprache, glaube ich, so ein bisschen, oder? So in unserer kleinen Bubble, so ein bisschen. Auch so die Insider und so natürlich immer. Patrick mit seinen schlechten Jokes. Nach mir hat sich wieder selbst getimeoutet, chillig. Vati kommt online. Ist gut, dass wir nach der Runde offline gehen, sonst würden wir wieder geschrotet werden hier. Weggeschrotet. Ja, ist halt echt so. Ich habe voll das coole God-Setup irgendwie, finde ich. Witcher macht auch immer Spaß mit Gods, wenn der 1-2 Ult schafft. Wenn der jetzt der Mars noch auf 2 wäre, das ist sick. Witcher ist nice mit Gods. Witcher ist übel nice. Auf Level 3 ist der richtig böse immer. Ich finde, das sieht auch cool aus, der neue Skin von ihm. Der gefällt mir eigentlich. Bisschen spooky mit diesen komischen Teilen da oben drauf. Leute, aber der eine, der hängt an dieses, an dem Ast. Ach nee, da ist schon Terrorblade.
Ich hatte auch schon gerade einen wohl, der aber nicht mitgenommen. Ich hab zu viel. Du hast in Runde 4 Terror ja, mitgenommen oder Runde 5? Nee. Okay. Irgendwie ist es genauso wie bei dir. Ich finde es absolut gar nicht mehr. Bei dir, oder? Ja, das Ding scheint, früher war der schon geiler. Terrorbait ist schon, ach, keine Ahnung, man, Terrorbait ist halt echt schade. Ich hatte den früher so als Carry. Es gibt keine richtigen Carries mehr, so. Trollwarlock noch auf 2 und sowas hat die Legends auf 2 ein paar Stück, aber so richtig coole Carries gibt's halt einfach nicht mehr. I bring an end to magic. Ich habe Assassins nicht gut genug gezogen, um die, glaube ich, weiter zu sammeln, außer er hat schon Spiritbreak auf 2. Ein Witch Doctor hat mich gerade gut fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich Assassins sammeln soll oder Knights, aber du gehst schon so ein bisschen auf Knights auch. Deswegen fühle ich Knights wieder weniger. Ja gut, du hast halt schon Abaddon 2 und so ein Lunas. Die können schon gut Knights werden. Ich habe nichts weiter gezogen. Ja. Ich könnte es halt Chaos oder Luna mitnehmen, aber es lohnt sich auch nicht wirklich dafür, 3 Assassins zu löschen. Ich habe 2 mal Crystal Maiden, die könnte ich noch irgendwie mitnehmen, wenn ich die Assassins lösche. Ich nehme mal einmal Crystal Maiden, machen wir es so. Machen wir es mal einfach so. Krass, was Gods early machen. Ich habe einen Gegner gehabt, der hatte auch ein paar Level 2 und trotzdem habe ich ihn easy besiegt mit den Gods und mit diesen Heals und Witch Doctor und Mars. Mars hat am meisten Schaden, obwohl der Level 1er ist. Ein Schaden ist und Witch Doctor einfach weniger Schaden beide gehabt. Mars ist einfach der geilste. Mars ist der Beste. Du bist der Beste, Mars! Morphling. Okay. Ich habe alles für Morphling Gods. Oder ich spiele Gods 3 Assassins, wie wäre das? Ach, aber ich hatte nur noch Level 2. Auf Level 2 machen, der hat auch nicht viel. Morphling, Sand King und Pangolier wären es dann halt. Ich werde eh nicht weiter gewinnen. 4 Gods. Level 7 müsste ich dann gehen. Vielleicht einfach nur Level jetzt erstmal und guck mir, was ich für ein Late Game mache. Slark ist und bleibt ein Carry, Haskar und Doom sind auch welche. Ja, das stimmt. Aber es sind halt nicht diese krassen Carries, die man früher so hatte, meine ich halt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Früher hattest du halt Troll Warlord noch auf Level, obwohl noch ein Forster war. Der war ein richtig krasser Carry auf Level 2. Und du konntest ja easy auf Level 2 ziehen. Der war auch ein krasserer Carry als Dings, als Doom oder so, trotzdem immer noch. Dann hast du halt Terrorbait, der früher richtig Carry war. Ich habe einen Shadow Fiend. Aber einen Shadow Fiend will ich schon auch spielen, ich einen Warlock noch. Okay, ich trenne mich von den Assassins. Ich muss trotzdem 2 Lunas dir rausnehmen, es tut mir leid. Die muss ich mir mitnehmen. Ja, was brauchst du denn? Der Mille. Ja, wenn die auf Level 2 ist, ist die einfach stark. Deswegen. Das stimmt wohl. Oder soll ich die löschen? Ach, das ist doch. Für was brauchst du die denn? Okay, Miller hat mir was geschickt auf Discord, muss ich mal kurz gucken. Okay, Miller, dankeschön. Ach, Miller fand ich jetzt nicht so schlimm. Ist jetzt. Kann es jetzt nicht sagen, schon gerade. Das ist jetzt was Privates. Okay. Never been such a victory! Such a victory. Komm mal, ich lösche die wieder für dich, okay? Nur für dich. Nicht, weil ich auf 20 Gold gehen will. Ja, du wolltest auf 20 Gold gehen. Ich wollte gerade den Einheiten mit Leertaste wegklicken. Boah, das kenne ich aber auch, wenn ich Auto-Chess zocke. Einmal, wenn ich Auto-Chess-Schachen angucke, dass ich selber auf einmal was machen will, ob ich ein Video anschaue oder bei Auto-Chess auch, wenn ich einen Stream schaue, dass ich so die 30 Sekunden vorskippen will, wo halt nichts passiert. Obwohl es ein Stream ist gerade, wenn ich drin bin. Das habe ich auch voll oft. Also ich habe einfach Winning Streak. Ich habe einfach nichts mehr gezogen seit 10 Runden. Aber du hast schon ein gutes Team, also der Master ist ja krank. Ich glaube auch, dass die Enchantress viel macht mit Mecha gerade. Die macht den ersten Heal und dann macht die Mecha irgendwie und hielt sich auch noch hoch. Und dann bekommt die relativ schnell wieder den zweiten Heal zusammen. Wobei immer noch ein 8er Cooldown, so schnell geht der gar nicht, der zweite. Ich habe jetzt meine Streak, die halte ich auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich gegen Boris eine Chance habe, die Streak zu holen, aber sieht eher nicht danach aus. Okay. Hey, Ross, hä, war das nicht vorher schon sowas ähnliches? Ja, check ich jetzt nicht. Jetzt habe ich 2, die Ross heißen haben. Hä?
Okay, das ist... Ich hätte die Zeit gegönnt. Ja, aber ich bekomme jetzt gerade die ganze Zeit die Meldung, dass Horst mir folgt. Da habe ich vorher schon bekommen. Davor war das ein anderer Horst. Wie deine Schande, dass er gegenhilft. Er kriegt zwar den Win nicht, aber er kriegt seine Winning Streak. Oh, ist das asozial. Der Arme. Ja. How can we play Bishop or Rook Lobby? Kann man mal dem jemand anbauen, den Boy? Das wäre nett. Jemand, der pokert gerade. Bei den YouTube-Videos will ich auch manchmal in den Chat schreiben. Fühle ich. Dr. Klinker. Guess we better. Yep. Tinker. Paul Sean meint, ich sollte mal Meepo Kim mal wieder eine Chance geben. Ah, können die? Meepo Kim wäre halt so richtig entspannt für die letzte Runde. Jetzt einfach nur stupide Meepo Kim zocken. Ich hätte aber auch Morphling Gods geführt, ne? Muss ich ja, aber dafür hab ich mich, da muss ich auf Level 4 bleiben die ganze Zeit dafür, weißt du? Ich habe auch schon gelöscht und alles und so, das fühle ich nicht mehr. Oder ich gehe halt auf irgendwas Late-Game technisch. Auf Warlock könnte man halt auch chillig gehen, gibt Trolle und Templer und so. Und Warlock auch. Keine Items, Gönner. Ach, ich hasse das, ich nehme den Reaper. Ja, entweder rocken wir jetzt auf Meepork hier auf entspannt. Ich habe schon Shadowfiend und so, ich habe schon Sandkling. March of Beast oder was auch immer das ist. Zu der Taktik habe ich eine Frage, warum nicht Sand King Gods, die Ult macht mehr Schaden und Stunt. Boah, da hat der Mille mal eine gute Antwort dazu parat, auf jeden Fall. Den kann man dazu spielen, aber der ist halt eine 3 und kommt später. Okay, ich dachte, das gibt irgendeinen Grund, warum wirklich Morphling besser ist auch sogar. Muss ich hier gegen dich, das wird absolut gar nichts, deine End wird alles wegheilen. Ah ne, mein Anti-Mage fickt. Ne. Egal, er wurde weggestoßen. Ey, er kommt einfach nicht ran. Wie stark diese zwei Masks sind. Ja, die haben gerade erst reingestellt, den zweiten. Der absolut krank. Haben die denselben Cooldown, macht Zenkin wirklich mehr Damage. 150, 200, also 450 hat er auf jeden Fall Damage und 6er Cooldown. 54 Damage, 6er Cooldown, 54 Damage, 6er Cooldown, 54 Damage, 6er Cooldown. Auf einmal 53 Damage und hat einen 6er Cooldown. Cooldown ist gleich und der Offlinger hat 100 Schaden weniger und Stunt nicht. Das macht schon Sinn irgendwie. Ich glaube, ich will hier meine Streak gleich, aber ist mir egal. Gegen wen denn? Ja, keine Ahnung, das sind bestimmt. Ich hab nichts hochgezogen, es wird doch. Der erste ist bestimmt stärker als ich, der Borich und der ich glaube, den dritten inzwischen, glaube ich. Ich muss auch. Gegen Borich, ja, aber jetzt gewinnst du noch gegen den. Mann, ich gewinn gegen den noch. Gegen den gewinnst du auf jeden Fall. Hä, ich hab vor Unentschieden gegen den Borich gehabt. Nee, nicht gegen Borich, gegen den gegen Borich. Ach so, ja, okay, ja, okay, das auf jeden Fall. Fast, for I will but bespeak thy grave and die. Habe ich eigentlich schon erzählt, warum mir der Greenscreen immer umgefallen ist, bei dem einen Stream, wo ja auch die Sachen ausgepackt ist. Weil ich habe vergessen, ne? Der Greenscreen, jetzt stellt man auf, man hat zwei so Füße, die man quasi so umdrehen muss, damit der auf so Füßen steht. Ich habe vergessen, die Füße rauszumachen, wo er dann fest steht. Ah, okay. Deswegen ist er auch die ganze Zeit umgefallen. Das ist natürlich ein bisschen blöd dann. Das war dezent blöd, ja. Ich sage euch, wie es ist. Ich gehe die Runde ausnahmsweise mal wieder seit langem auf Meepok hier. Ich brauche echt was Entspanntes jetzt. Ich brauche ein bisschen was, um runterzukommen. Oh, das ist ein ekelhafter Mars. Das seht ihr gleich, den Mars 2. Ich muss ein bisschen regeln jetzt, der Junge. Und noch ein Mars rein. Ja, Mars ist halt einfach nice. Bis Runde 15 so. Interessant, die Maschine, der Unranked spielt Trolls und Assassinen. Ich spiele gegen Borich, jetzt ist auch interessant, ich bin stärker, der Mars 2 ist halt ein biges Upgrade. Ja, easy. Oh, ne, denn sein Spiritbreaker ist frech. Ja, schade, sein Spiritbreaker hat mich komplett zerstört. Thank you.
Leute, wir machen chillig Meeple. Okay, ich bleib dabei. Und mit chillig meine ich richtig chillig. Kein Stress, Mann. Mit dem Team gewinne ich Runde 15 auch schon. Wenn ich halt schnell stärker werde, ist für Sin Reaper ganz nice. Ich habe Sin Reaper noch hier am Start, weiß schon. Ich will Gegner zerstören. Natürlich. Das wäre nice, wenn ich den Joppa in Runde 19 oder so rauswerfen könnte später. Oder Runde 17, 18. Ich weiß nicht, wann er stirbt. Aber der wird bestimmt vor Runde 20 sterben. Und wenn ich dann in dem Moment auf seinem Feld bin, bekomme ich extra Kohle und ich bekomme für das Rauswerfen die extra Level. Vielleicht ein bisschen am Geiern. Hat Herobert noch die Runde bei dem einen Typen geholt. Runde 15. Dann gucken wir mal. And shields front. So, dich hier, dich hier, dich hier, das müsste eigentlich gehen. Wenn es so weitergeht, habe ich einen Master dann nachher noch einfach auf Level 3, aber der bringt mir ja nichts mit Meepok hier. Ich habe jetzt schon 5 Masters insgesamt. Ja, aber für die Übergangszeit mit Gods, wenn du erstmal stark noch mit Gods bist, kannst du nebenbei hin auf der Bank Meepok hier so ein bisschen aufbauen. Ja, aber ich werde niemals auf 3 ziehen, bevor ich Meepok hier stärker. Also ich glaube, Meepok hier ist dann relativ schnell besser. Aber ich bin echt nicht so weit weg, um Meepok hier zu stellen. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja dieses March of Beasts hier habe, wie viele Viecher da vor mir sind. Ja, das ist natürlich nochmal gefährlich, aber Knight sind halt übel stark gegen die Teile hier. Das war aber auch lecker für dich. 2 Kisten, richtig viel Gold, ja. irgendwie 16 Gold oder so. Schlecht war es auf jeden Fall nicht. Beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger, oder? Richtig. Jetzt wieder raus. Alles bis zu die Items, die ich haben will. Wieder vergessen, was ich nicht stellen darf hier gerade. Darf ich Warlock stellen bei Gods? Oder ist der Cooler dann normal wieder? Warte mal. Ich glaube, Warlock kannst du, glaube ich, stellen, oder nicht? Gods. Keine Rassen, okay, ja, also darf ich Warlock stellen, ja. Nee, vier Finger schon ist die letzte Runde für heute. Ich bin echt müde von der Arbeit und deswegen nach der Runde bin ich schon raus für heute. Ach nee, Mann, ich hab Gott, so mein Senking hat sein Mana voll und dann wird er gedoomt. In der Sekunde, wo sein Mana voll hat, wurde er gedoomt. Manche Maß macht es gegen 4 Units. Ach nee, da steht Shuggernaut noch. Aber auf jeden Fall gewinne ich die ganze Zeit mit Sin Reaper, das ist nice. Das ist so unfassbar mit über 2.000 Stunden. Ja, ich kann mir das halt nicht merken. Tut mir leid. Ach, jetzt bin ich schon wieder zu greedy. Ich will den Shadowfiend endlich fertig ziehen, Mann. Schau, wieso ziehe ich den Shadowfiend nicht fertig? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der Mivo besser ist als Ench oder so. Ach, ich will auf jeden Fall die Endstücke haben jetzt. Alter, manchmal triggert Mecha aber auch einfach 10 Jahre lang nicht. Der sind schon böse. Das ist ein Ult, ist glaube ich einer der meisten geschätzten Ults. Der Ult? Ja. Ja, der kann gut helfen. Ja, du hast halt 3 Units gekillt und stattdessen überleben die alle, weil der irgendwie 3 Units in diesen Schutz gibt. Und dann können die weiter Damage machen danach. It's good to be king.
Also Zen kämpfe ich gleich auf Level 3, wenn es so weitergeht. Ach nee, ich war bei Mars, seitdem kam Mars nicht mehr. Ich hab's gejinxt wieder, glaube ich. Einfach den Mars gejinxt. Miller hat 40% voll von seinen Paulis. Nice. Du bist auch relativ viele am Schauen, oder? Du forst ja auch nicht großartig oder so rein. Ja, schon. Ich hab. Warte mal, wo sehe ich denn das? Paulis eingeben? Nee, was war das nochmal? Steht unten links, glaube ich, einfach, oder? Die Paulis. Wisst ihr, wie viel Paulis ich hab? Dann hab ich nur 155.000. Ich muss mal die Leute ein bisschen neidisch machen, glaube ich, wie viele Paulis ich habe. Ich habe da einfach nur endlich Zeichen stehen rechts neben meinen Paulis. Ehre! Ist schon geil, wenn man dann unendlich Zeichen stehen hat. Ja. Oh nice, ich gewinne wieder. Das ist so cool, dass ich einfach jetzt. Guck mal, auf dem sein Feld mit dem Mars gegen seinen Liken. Der letzte, der lebt noch. Und dann bekomme ich wieder, weil ich meinen Relikt wieder die XP dazu. Sin Reaper? Ja, ich bin jetzt gleich Level 7. Nur durch Sin Reaper, aber ich glaube, ich gehe das Level jetzt einfach, es fehlt mir fast gar nichts mehr. Venomous. Ich weiß nicht, es scheitert bei mir momentan, wenn ich Meepo Akir spiele, scheitert es immer an den Shadow Fiends. Ich habe immer noch nur zwei Shadow Fiends. Ich habe angefangen auf Meepo Akir zu gehen, weil ich schon einen Shadow Fiend early hatte. Und ich habe einen zweiten dazu bekommen nur. 4 Meepos, 6 Sand Kings, 2 Shadows. Und es geht wieder kein einziger. Ah ja gut, der Mjolo gibt ein bisschen jetzt auch 2 Shadow Fiends, aber dann kann es ja nicht liegen. Oh, jetzt habe ich mich selbst gefickt. Nein. Jetzt, der Knight ist rausgeflogen, der nicht rausfliegen sollte. Aber könnte trotzdem reichen gegen euch. Also trotzdem 3 als 2 Knight Buff und ich glaube, meine Senkings machen nicht so viel gegen dich, oder? Also die Stunts, klar. Doch, du wirst es schon noch machen, guck. Na, doch, sieht doch gut aus. Hätte ich nicht gedacht, krass. Ich hatte nicht mal Jungenbonus drauf. Jetzt komme ich auch nicht auf Gold. Auf meinem Feld verkacke ich gegen den anderen Knight-Typen. Ist noch ein Knight-Typ drin? Achso, nee, Krieger-Typen, sorry, okay, der ist Krieger-Typ, sorry. Hallo Slashy! Ahoi! Moin moin! Ahoi hat er jetzt erst geschrieben aus Versehen. Ahoi! Es tut immer so weh, so einen Monkey King liegen zu lassen irgendwie. Weil man es nicht gewundert, dass er nur ein Forstar ist. Okay, komm, jetzt noch mal ein paar Upgrades. Dreimal Demon Roll. Alter, komm, jetzt gib mir doch mal irgendwann ein Shadow Fiend Game. Hey, das kannst du mir nicht erzählen, dass es keine Shadow Fiends mehr in diesem Spiel gibt. Wo sind denn die Shadow Fiends alle hin? Ich zieh keinen Shadow Fiend mehr. Haben alle keine Lust auf dich. Ja, aber überhaupt nicht haben die Bock auf mich. Ich hoffe, ich gewinne das jetzt mit einem Level 1er Shadow Fiend. Aber die Gods sollten es halt wieder regeln. Die Buchstabendreher, die Dinge urinieren. Statt ruinieren, urinieren. Ah, die Viecher ist natürlich auch ekelhaft, wenn ich dieses Doppelte mit Spawn habe. Ja, aber dein Team ist halt echt übel strong. Wenn du nicht falsch aufstellst. Sean Bank und seine Legion. Ja, echt so. Los Leute, klopft ein. Ich konnte deine Gedanken bis hierher lesen irgendwie. Oh, endlich ein Shadow Fiend mal. Jetzt kommt direkt richtig hart, Shadow Fiend. You can't keep a demon down. Okay. Das Gute ist, die Gods haben mich echt lange weitergebracht, auch muss man trotzdem sagen. Was trotzdem billig ist, wenn du vorher verkaufst, ja, probier mich das nicht unbedingt jetzt. Muss jetzt nicht sein. Hätte einer Furion 2 auf dem Feld und Furion 3. Läuft bei dem. Wenn der 2 Furion 3 baut vielleicht, mit Beast oder so, oder mit Ogern, ist schon böse. Habe ich früher immer gemacht. Ja, mit Elfen oder so hat er es gerade. Ja, mit Elfen ist nicht so stark. Ich hatte früher immer doch, ach ruhig, diesen fetten Alchemist, der Schlitz-Alchemist, hatte ich auch, glaube ich, 2 Furion 3 auf dem Feld damals. Bin ich mir nicht mehr 100% sicher. Ich habe es öfter gemacht früher, 2x Furion 3 gebaut, damit ich genug Ogre-Stacks habe. Was ist mit dem Hoss? Hoss Army auf einmal, was ist denn das?
Ich glaube, wir wollen hier getrollt. Ganz viele Horse und ein Horse Army, Alter. Ganz willkommen dabei, Preiswert reduziert. Ist der Follows oder was? Ja, der hat mit drei verschiedenen immer Horse heißt der und dann ist er, am Schluss hieß er jetzt Horse Army. Was ich dann irgendwie wieder witzig finde, muss ich zugeben. Ja, der möchte doch, dass du deine 1000 Follows erreichst, damit wir bald den Stream haben. Finde ich ehrenhaft. Das kann sein, das kann natürlich sein. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr ehrenhaft. Wenn ich jetzt noch einen Shadow Fiend halt ziehen würde, guck dir mein Team jetzt an, ja, von Sekunden, ne? Innerhalb von Sekunden ist mein Team ekelhaft. Boah, ich krieg jetzt schon Anfälle. Alter, der ist richtig angewidert, der schon. Ja, ist halt echt so. Schön. Er spart auf Furion 4. Das wäre schon cool, wenn man so ein Furion oder sowas auf 4 ballen würde, wäre schon auch witzig irgendwie. Ich nur Choran bekommt Anfälle. Das war ein richtig schöner, richtig cleaner Switch. Der Typ zieht's einfach durch, Trolle mit Assassinen. Ehre an die Maschine, der Faultier. Der spart auch 50 Gold. Der ist ein richtig krasser Typ. Der hat bestimmt auch schon länger nicht mehr gespielt. Ja, ohne Witz. Mal gucken, ob da 50 Gold bleibt die ganze Zeit, ob er auf 40 wieder runtergeht. Vielleicht hat er einfach eine Bank voll gehabt gerade oder so. Ja, gut möglich. King of the Dead. Da sind auf einmal 20 Jungs auf einem Feld, Hammer. Hab ich letztens auch gegeben, ich gab neue Meter, sagt Rexy. Guck mal, jetzt ist er auf 40 Gold. Ah ne, warte mal. Doch, jetzt ist er auf 40 Gold rumgegangen. Okay. Die okay, Maschine. Okay. Voll chillig, ich hab ja schon den Sanking rausgenommen dann. Ja, es hängt wieder mal. Es scheint wieder die Runde, ob ich die hole oder nicht, oder ob ich richtig weit komme an dem am Shadow Fiend, ob der gönnt oder nicht gönnt. So, actually smart hier zu sparen, wenn die Bank voll ist, macht Paula aber nie. Ja, das ist true, kann ich gar nicht widersprechen. Oh, der ist schon stark. Jojo hasst mich gerade. Wobei Jojo kommt sogar gut gegen mich an. Das sah jetzt richtig schlecht aus für ihn. Aber es überlebt bei ihm alles knapp und dadurch hat er weiter einen Spawns, aber ich erfülle jetzt trotzdem am Schluss. Aber es, vom Schaden sah es erstmal schlimmer aus. Es sind nur noch 10 Schaden oder so. Oh, der hat 6er Biest jetzt, der Borich. So, den Green. Ich will mir ganz kurz stumm schalten schon, ne? Jo. Gleich wieder. Ich bin kurz AFK eigentlich. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Pass auf, Leute, jetzt muss ich gegen Paul und krieg 30 Damage. Jo, ich hab's doch gesagt. Das ist einfach so ekelhaft, diese Mipo-Akia-Kacke. Schillige Runde am Abend, sagt er. Und muss mir den Spaß versauen. Nur 14 Damage, nicht 30. Ehrenmann. Hallo Mirfolan, so ich bin back, schon hast du Leute unterhalten? Ich habe gerade nicht zuhören können. Ja, ja, hab den gesagt, ihr sollt nicht reinsubben. Echt jetzt? Ja, wirklich, weil du mit deinem scheiß Mipoak hier mir gerade den ganzen Spaß versaust. Okay, Leute, könnt ihr mal bitte doch reinsubben? Zeig's dem Jordan mal. Spaß. Ich muss kurz Fenster noch aufmachen, ich bin gleich wieder da mit meinem Mipoak. Hab ich dich Dings, oder? Hab ich dich besiegt auf deinem Feld, oder? Ja, ja, aber so. Richtig krass. Ja, es tut mir leid. Aber Mipoak hier mal wieder zu haben, ist auch nice trotzdem. Ich hab doch gesagt, ich will eine entspannte Runde spielen und Mipoak hier ist dafür halt schon wie gemacht. Spielt jemand Mage-Zeug?
Nee. Ever more venomous. So. Ach, Mist, ey. Was soll daran nice sein? Ich sehe da schon im Recht. Ja, keine Ahnung, macht halt Spaß mit Bock. Hier haben wir doch da ist eine Legion auf 3. Aber Jordan könnte mich am Schluss Probleme machen, weil Knights sind eigentlich, prinzipiell ist Knights, wenn er kommt, die Meatball hier gut schlagen kann. Also so im Late könnte Jordan mir echt Struggle bringen. Du struggles mich jetzt schon ein bisschen fast, wenn die nicht gestorben werden, die Legion. Jetzt schön die Streak vom ersten Boy mehr gönnen. Hoffentlich. Ja, boah, sieht gut aus. Ach du Scheiße, ey, das baut mich ja auch zu Tode. Trees are not so good with motion. Hallo Blend, schönen guten Abend. Ah, ich weiß nicht, ob ich die Meepos. Ich bin eigentlich mehr Freund von Shadow Fiends. Und wenn ich Meepo rein habe, ich bei schlechtere Chancen auf Shadow Fiend. Das sehe ich irgendwie nicht. Enchanted, I'm sure. Ich brauche noch zwei Shadowfiends oder ich baue wieder zwei Shadowfiends Level 3 einfach. Wie das eine Mal. Das war schon krank. Blend! Ihr geht raus, danke für den 8. Monat mit deinem Prime. Vielen Dank. Liebe in Chat für den guten Blend. Ehre Blend. Ehre Blend. Guck mal, schon heißt, niemand soll reinzahmen und schon wurde gesagt. So gefällt mir das doch. So muss es sein, ne? Sean, ich bin echt froh, dass es so eine spannende Mipokio-Runde am Schluss ist, weil ich bin, glaub mir, Sean, ich bin überhaupt nicht froh darüber. Ja, ich weiß, aber ich bin so abwesend in meinem Kopf, ich bin so todesabwesend einfach von dem Tag, ich bin wirklich K.O. Alles gut, ich mein das ja nicht ernst. Ja, ich weiß. Plan mit dem 30. Monat. Das wäre cool, wenn Blend dann um einen 30 Mod hat mit Blend 30 als Namen, würde ich schon fühlen. Also Meepok hier sind böse. Ich hätte Meepok hier beim Turnier damals mehr spielen sollen, auf Tryhard angelehnt. Okay, komm, gib mir einen Shadow Fiend jetzt noch, danke. So, in green, I go. So, mein Team ist jetzt eigentlich fertig soweit. Mein Blend mag fast alles mit Duck hier. Also in dem Fall auch Meepok hier wahrscheinlich. Schon, wie fändest du eigentlich mal wieder, wenn... Ey, dein Team! Ja, das ist jetzt richtig eklig geworden. Dein Team! Wie fändest du eigentlich mal wieder eine Meepok hier Runde so auf YouTube schauen? Das ist natürlich jetzt gerade so schnell zu bekommen, so klar. Ja, manchmal deine Legion ist schon gefährlich gegen mich. Also Knights sind richtig stark gegen Meepok hier eigentlich, aber mein Meepok hier ist halt schon übel stark schon. Also das ist schon richtig widerlich. Also bist du nicht so für YouTube Meepok hier Runde. Alter. Und ich dachte, ich bin gerade stark. Doch, bring ruhig. Alles gut. Das sind keine Hack hier. Oha, mein Shadowfiend ist auf meinem Feld gestorben, also in der Quatsch. Richtige Akir sind nice, aber das nicht. Also ich finde immer noch Meepok hier viel cooler als normale Akir. Fühle ich um einiges mehr. Ich weiß gar nicht, wo dieser Hass... Also klar, wenn wir dagegen spielen und so, aber ich ganz prinzipiell weiß ich auch nicht, wovon Mille der Hass gegen... Ja, Mille hasst halt Meepok hier, weil du nur 4 Units dafür brauchst. Deswegen, und das sind alles 3 Stars. Und weil halt du das viel easier spielen kannst als Akir. Deswegen hast Mille Meepok hier. Aber prinzipiell ist Meepok hier halt schlau zu spielen, weil es eine starke Strat ist eigentlich. Wenn du mir den Schmur auch noch auf YouTube bringst, wahrscheinlich werde ich auch, aber sauer, sagt Kuchen. Ja, Kuchen, Mann. Auf YouTube bringe ich aber echt Kuchen. Ich weiß nicht, wie lange du schon früher auf YouTube-Video geschaut hast und sowas, aber früher habe ich wirklich, keine Ahnung, jede Woche mindestens ein Meepok-Key-Video gebracht. Inzwischen auf YouTube kommt einmal im Monat noch Meepok-Key oder so, wenn überhaupt.
Also gut, die letzten drei Wochen an, da war kein einziger Meepark hier dabei. Und ab und zu kann man auch Meepark hier auf YouTube bringen. Schamanen kommt so einmal die Woche kommen Warlocks. Das sind so die zwei Sachen, die safe irgendwie immer wieder kommen. Ich hab den guten Borich rausgehauen. Wir gehen an Borich. Eri geht raus. Danke für den Support. Ich möchte auch mal Items bekommen. Alle kriegen hier Items. Ich habe echt viel bekommen. Ich habe gerade irgendwie 5-6 Items gedroppt bekommen, ohne Witz. Ja, Mask of Madness kannst du mir gerne mal schicken. Ich schwöre, ich würde sie echt schicken, wenn ich es könnte. Würde ich echt machen, aber ich kann ich leider nicht. Erdbeermilch? Warte, wenn es wieder Horst war, ich dreh durch. Alter, was ist das denn, Leute? Wie kann man das denn? Das ist, der hat 5 verschiedene. Der macht jemand neue Accounts. Ja, also das ist die ganze neue Accounts, man sich irgendwie Horst nennt, dann followt. Wo kann ich denn sehen, wie viele Follows du hast? Ja, auf der Seite, oder? Ich dachte, das selber auch nicht weiß. Ja, nein, auf meiner Seite sind doch die Follows. Auf meiner, wenn du auf Paul Paradoxen halt gehst, auf Twitch. Da kannst du die Follows sehen. 921. Hoss noch 79, bitte. Hä, aber ich hatte ja auch schon. Dann zählen die alle. Ich hatte 921 schon. Oh, die sind noch nicht aktualisiert. Noch nicht aktualisiert. Denn Hoss nur noch 75. Meint das vorhin ja schön. Ich hatte schon schöne Akio-Runden. Ich hatte schon richtig starke Akio-Runden, okay. Buchen kennt alle YouTube-Videos. Echt alle, auch die ganz, ganz alten. Die ganz, ganz, ganz alten. Weil mir damals die 4 Akio-Runden ab. Also hat mir dann nicht abgehoben, ja. Das ist es. Daran liegt's. Ich krieg jedes Mal die gleichen Relics, ich krieg gleich einen Anfall. Jo, bis dann, mir. Ciao, ciao. Ich krieg schon einen Anfall gleich, das ist aber nicht ja, gut. Ich. Oh, alle wollen die March of the Beast sehen, glaube ich, Leute, oder? Die wollt ihr alle sehen. Mach mal den, komm. With bones and spells I come. Trees are not so good with motion. Ich muss erstmal kurz klarkommen, ich habe jetzt voll viele Items inzwischen. Seite. So, Pipe können wir bauen. Baby will ich behalten. Dich will ich behalten. Evasion noch einmal. Oh nee, jetzt muss ich gegen dich. Und tschüss. Den behalte ich mal. Mein Legion hat kein Lifesteal-Problem. Ist Pipe das bessere schon, oder? Pipe ist schon das beste Item von Major-Sachen am Schluss, oder? Sag mal, du bist nicht so und ich guck mal, das sag ich halt, also Dings, Knights sind richtig stark gegen Meepork hier. Also ich verliere jetzt gegen dich. Also Knights gegen Meepork hier, das ist ein guter Counter. Ja, Pipe ist schon die bessere. Was ist denn das hier? Komm, bei mir ist eine, war gerade ein, hä? Bei mir war gerade eine Brutmutter und ein Nix übereinander. Okay, hab ich nicht gesehen, leider. Das ist natürlich belastend. Ja, warte mal, warum war ich schon lost? Hat er nicht gemacht? Hat er. Ah, lol, ich hab Mask of Madness gebaut. Boah, ich bin dumm. Mask of Madness, er ist ja nicht dumm, ist ja egal. Boah, der ist doch egal. Das passt schon. Dann hat der halt übel Attack Speed. Was ist stärker? Trollbonus oder zweimal Snapfire 2? Boah, ich würde schon Troll-Bonus, glaube ich, mit der Legion eher mitnehmen. Doch schon viele gute Units auch. Und da ist Snapfire natürlich auch übel nice ist. Keine Frage. Ich würde schon auch beim Troll-Buff bleiben. Plus der Death ist auch nicht so bad, wenn er deine richtige Ulti, deine richtige Unit da. Guck mal, deine Luna überlebt jetzt auch weiter dadurch. Finde ich auch nicht so bad. Die macht schon gut Schaden auch in der Zeit. Mindestens sagt Snapfire, okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich glaube, Mask of Madness ist gar nicht mehr so schlimm, Leute, weil durch Mask of Madness die Unit ult ja trotzdem irgendwann. Ist ja nicht wie früher, dass die gar nicht mehr ult, die Unit. Die Ult kommt trotzdem irgendwann raus. Und während die nicht ult, ist sie halt stärker, deswegen. So schlimm ist das, glaube ich, gar nicht. Schon mal überlebt schon. Ja, war knapp. Der hat 9er Warrior, ne? Wenn es halt auch eher zweimal Snap. Also, die Leute sagen eher Snap, wenn das noch irgendwie. Wenn meine Streak ganz gern halten. Gib mir mal bitte den einen hier, Game. Danke. Ich hab mal gerne ein Io genommen. Ever more venomous. Wo mach ich denn nicht dumm? So, ja, bin ich aber. Die Zeiten, wo es eins für immer war, das waren noch Zeiten. Ja, Mann, das war noch nice.
damals. Vor einer langen, langen Zeit. Als Wunder nach Wirklichkeit waren. Eieiei, was ist denn das hier alles, dieses Boss? Ja, ich habe noch Warlocks zugestellt und so. Eieiei. Eine Legion ist mal tot. Na, dann wird es schwierig, wenn Legion tot ist bei dir. Ja, das wird gar nichts von dir. Ach, du Kacke. Müsste man halt noch nachdenken, er tut die heute verloren. Es geht schon, soll ich was rauskicken, ne? Oh, ein Io vor Snapfire 3. Ist der Armborn da jetzt krass drin in dem Team? Mal gucken, was passiert. Mach mal. Ja, die Kopien behalten halt ihre Items, aber die haben keine Items. Profitieren halt von den Equipment Items. Keine Ahnung, ob der zu krass ist. Aber ich meine, das ist. Hast du denn gleich 6 Mipus? Nee, das nicht. Das wäre cool. Aber ich glaube, krass ist das jetzt nicht da drin. Also, Trovalord mit Mass of Madness war auch immer nice. Ja gut, die verwandeln sich halt dieses Verwandeln, ach, ich keine Ahnung, ob das so krass ist. Bad wird's nicht sein. Alter, ich habe gerade meine Ult nicht rausbekommen von Shadow Fiend. Weil der gesilenced war. Guck dir das trotzdem mal an, wie viel Zeug die da spawnen. Kinga, hast du keine Chance gegen Akir-Zeug, gegen Spawn-Zeug. Wobei, guck mal, auf seinem Feld gewinnt er sogar. Gut, dass ich nachher das wieder umgehen kann. Der Venno 3 hat richtig Party in der Ecke. Aber ich bin gerade froh, dass ich auf meinem Feld nicht verloren habe, ohne Witz. Paul geht einfach noch Level 10. Das fühle ich. Muss auch gleich wieder. Machst du March of Beasts ja, ne? March of Beasts? Ja. Hä, was ist March of Beasts? Achso, das Regenbogen zu, stimmt. Sorry. Den Relikt. Jetzt spawnst du 2 Dragons? Ja, ich muss gucken, dass ich die auch irgendwie besiege. 2 Naughty Bitches. 2 Dragons, ja. Das ist aber jetzt nochmal spannend, dass man auch die 2 Dragons nicht mal geben kann. Ich muss schon mal überlegen, was ich für Items bauen könnte. Wir können nachher auch die 12 Trolle führen. Die 12 Trolls, Alter, ja, Mann. Ich hab halt so viel Stun zum Glück. Die Stun sind richtig wichtig gegen die Dragons, die ich hab. Ja, das ist so viel ekliges Zeug da, Alter. Hat er noch Mjölnir und Shiva's Guard, alles schön. Schön auf den Shadowfiend draufklatschen. So. Ja, hier, was habe ich hier noch? Genau. Diesmal gebe ich nur eine Mask of Madness so rein. Gebe ich ihm nochmal ihn hier. Und warte mal, BKB wäre es noch. Das ist schon böse. Moment, hat schon gesehen. Eingeblendet, ich habe es auch noch gesehen zum Glück. Krass, bei dir sieht es immer so krass eindeutig ja, aus. Bei seinem Team verliere ich so einfach, what the fuck. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Weil bei mir noch die Items hat noch nicht alle drauf oder so. Und da dieser Close. Aber auch, er spielt einen neuen Warrior mit zweier Gott. Läuft bei dem Boy. Ich noch hoch. So, der hat eh nichts, was Fernkampf geht. Dann kann ich mein Shadowfiend noch ein bisschen safer stellen, einfach. Den soll mittig schnell, damit er so viel möglich trifft. Dich hier. Ja, dich einfach hier. Boah, ja, hier kann ich nichts mehr Interessantes draus bauen, leider. Du kannst du jetzt noch die Evasion erstmal raufgeben, ja, ne? Ja, hab ich auch gesagt. Und dann kann ich Sankey auch nochmal eine Evasion geben. Schon ein fettes Meepark hier, Team. Also, hatte ich lange, vor allem hatte ich auch so einen fetten Shadowfiend schon lange nicht mehr.
Oh, ich hätte eins nach vorne stellen können für Shiva's Guard. Ich weiß nicht, wie die Range von Shiva's Guard ist. Ja, ein nach vorne wäre vielleicht noch ein bisschen besser. Ja, wahrscheinlich. Wobei jetzt generell weiter hinten zu stehen, haben wir schon die richtige Entscheidung. Ja, auf seinem Feld Runde. Auch. Ich wollte gerade die G reinschreiben, aber der lebt doch noch. Der hat noch 40 Leben, ja, sei jetzt nicht mal so. Da fehlt eindeutig der zweite Shadow Fiend 2, sagt Blend. Ja, komm, wir können nochmal kurz hier gucken, ob Shadow Fiends in die Ecke kommen. Ja, einer zumindest noch für später. Vielleicht könnten wir noch zwei Shadow Fiends 2 kommen, noch easy bauen, wenn es dann noch lange geht, das Match. Also dann wird es nicht mehr gehen. Oh, mal einfach noch die Items auf Venno drauf. Größer als der. Items auf Venno drauf. Ja, ich habe ja nichts. Ja, zu hau dir. Hau dir einfach auf da. Hilf da. Das gebe ich ihm aber, das Schild. Wieder Shadowfiend nach vorne gestellt, smart. Aber jetzt trifft es, glaube ich, besser. Weil du hast in der Mitte gestellt. Ich weiß nicht, ob das. Ja. Doch, die sind eigentlich. Doch, die waren, auch, die ja, waren alle eingefroren. Vorhin war nur die linke Seite ein bisschen nicht eingefroren, weil du zu weit rechts hattest. Na, das war schon ein ekliges Team, Leute. Das war schon richtig. Guck dir mal bei ihm auf dem Feld an. Ja, Mann. 38 Damage. Schmeckt, das war eine schöne Mibarkier-Runde mal wieder. Also das war auf jeden Fall auch YouTube-würdig, mal wieder so eine schöne Mibarkier-Runde zu bringen. Alles auf Level 3, auch den Venomance auf 3, den man normalerweise selten mit. GG, Jordan, was sagt man da zu den YouTube-Zuschauern am Schluss noch? Like, Comment. Und die Glocke aktivieren, bitte. Ich finde das so nice, wie ich das immer auf dich abschieben kann. Finde ich voll nice, wenn du dabei bist. GG auf jeden Fall, schöne Runde. Ich will immer sagen, Follow da lassen. Ach so, ja, und ihr könnt auch noch auf Pauls Twitch-Account gehen und dann Follow da lassen. Genau, okay, alles klar. Also danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein.